Papa das Auslandsjahr, das ich in San Francisco verbringen soll. Was, du sollst ein Jahr bei deiner durchgeknallten Tante verbringen? Ja, das wüsste ich aber. Das hat Mama schon vor Jahren mit dir abgemacht, Papa. Was? Du hast ja gesagt. Ich brauche diese Zeit, das ist sehr wichtig für mich. Hallo, Finn Wilke. Ja, von mir aus, dann ist er eben auf der Passagierliste. Aber er ist nicht in der Maschine gewesen. Papa. Wird doch wohl noch meinen eigenen Sohn erkennen. Tobias. Da können wir leider auch nichts machen. Ich lebe jetzt als Mädchen. Finn? Ich war schon immer ein Mädchen. Bloß gezwungen, im Körper eines Jungen zu leben. Du, wie ist das möglich, Froni? Erklär mir das mal. Ich schicke dir einen Sohn und bekomme meine Tochter zurück. Die machen dich fertig, aber das weißt du ja. Nein, alles okay mit Finn. Der hat ein bisschen Jetlag, ja. Ja, wenn er wieder der Alte ist, melde ich mich. Alles klar? Gut. Auf gar keinen Fall nenne ich dich Helen. So möchte mein Kind zukünftig genannt werden. Beschreib mir doch mal deine Situation mit deinen Worten, Finn. Helen. Als ich klein war, da dachte ich, ich werde mal Frau. Mein Sohn will sich jetzt Brüste wachsen lassen. Ich meine, was soll ich dazu Sinnvolles sagen? Mir fehlt dazu irgendwie die weibliche Perspektive. Kennen Sie außer mir keine Frauen? Deine Tante hat was von deiner Mutter gesagt. Ist das deine Art, dich ihr nahe zu fühlen? Ist es das? Hast du dich auch nur einmal gefragt, wie ich mich damit fühle? Das Mädchen bei jeder Gelegenheit anfangen loszuhören, ist nur ein Gerücht. Das ist echt noch eine Menge zu lernen. Ich weiß, es ist alles viel und neu für Sie, aber schauen Sie sich doch Ihr Kind an. Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist. Aber du wirst sofort mit diesem Blödsinn aufhören. Willst du etwa behaupten, dass er angeboren? Du bist ein Mädchen, beweis es und zeig uns deine Titten. Ausziehen. 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 Ausziehen.